heute einen Samsung-Fernseher mit defektem Backlight. Ausprobiert hatte ich ihn schon. Ich hatte ihn auch schon mal zerlegt gehabt. Und heute wollte ich mir das Ganze nochmal genauer angucken. Ich dachte erst, dass hier die LED-Striped komplett defekt sind. Das war leider nicht der Fall. Ich vermute jetzt einen Schaden des Netzteils. Was dazu führt, dass ich ihn jetzt erstmal nochmal komplett zerlege, um dann auszuprobieren, welche Spannung dort ankommt. Ja, das ist so mein Plan für heute. Der Fernseher hat soweit noch funktioniert. Und bin mal sehr optimistisch, dass man sowas auch reparieren kann. Das Folie abmachen. Da hat ja eine Folie zwischen. Das ist ein Lichtkasten. So, zack. Also ich markiere mir jetzt hier die LED in blau, die jetzt defekt ist, die löte ich schon mal aus. Dann weiß ich schon mal, aha. Ne? Ich hatte jetzt vor, die auszulöten, die Stelle. Die LED. So, ich habe jetzt die beiden LEDs ausgelötet und siehe da, das eine Feld leuchtet voll. Meine Vermutung lag nahe, dass der eine LED-Strang den anderen etwas runtergezogen hat und somit ging das dann halt nicht. Ja, also das Auslöten war echt schwierig, aufgrund dessen, weil sie sich nicht auslöten ließen. Ich habe sie von der Platine brechen müssen. Es ging nicht anders, wie man sieht. Tja. Aber ich habe schon eine Idee, wie ich die neuen dort einlöte. Also davon abgesehen, gibt es da auch Lösungsmöglichkeiten. Ja, also es ist keine Platine an sich. Es ist ein Kunststoffstreifen. Und auf diesem Kunststoffstreifen sind die LEDs sozusagen, ja, aufgelötet nicht, die sind dafür zu fest, wie verschweißt, ich weiß nicht, wie sie es fertigen, aber es lässt sich nicht ablöten, definitiv nicht, nicht mit Heißluft, nicht mit Lötkolben, gar nicht. Ja, ich habe es aber schon mal auf einem anderen Stripe gemacht, das hat funktioniert, hier nicht. Ja, ein nächster Schritt, also ich habe die LEDs hier ja entnommen und habe sie dann, das sind so Batterieverbinderbleche, damit lötet man eigentlich Akkus. Und diese habe ich dann genommen, um sie hier festzulöten von einer zur anderen Zelle. Da ich ja unten den Boden rausgerissen habe, weil man es nicht ablöten konnte, habe ich das dann da angelötet. War nicht so einfach. Da habe ich mit einer Pinzette ein bisschen geholfen.
Also ich habe die mit der Pinzette festgehalten, erstmal die beiden Beinchen an die LED gelötet und dann mit der Pinzette Beinchen festhalten und an der anderen, natürlich vorher verzinnen, festgelötet. Ja, ob das jetzt ewig hält, ist das erste Mal, dass ich das hier probiere. Aber so ist es halt logisch. Der Versand hat ungefähr, ja, 4 Wochen hat das jetzt gedauert knapp, bis die LEDs da waren. Über AliExpress bestellt, ich habe da sonst keine Seite gefunden. Und naja, das ist so der Plan gewesen. Ich habe sie mal mit einem Labornetzteil so drei nebeneinander in Reihe betrieben, das funktioniert wohl. Jetzt schließe ich das mal an und gucke, ob es dann soweit geht. Jetzt 20 Minuten ungefähr später, zwischenzeitlich hatte sich auch mal in den Standby geschaltet, kann man sehen, es ist nichts warm. Klar, handwarm ist ganz normal, aber es ist nichts heiß, wo ich sagen muss, oh Gott, das kann sich auslöten oder so, also es läuft super. Jetzt heißt es zusammenbauen und dann gucken wir mal, ob er dann auch das macht, was ich will. Ja, alles zusammengebaut und wie man sieht, es ist funktional. Super schönes Bild. Beim nächsten Fernseher, den ich dann in den Finger habe, ganz wichtig ist, wenn man den diese Brechungsfolie abmacht, die sollte man nicht irgendwo hinlegen, wo sie zerkratzen kann, denn man sieht es jetzt so oft, ne, vom Weiten übers Handy nicht, aber wenn man weiß, wo ein Kratzer ist, den sieht man tatsächlich. Na, aber halt minimal. Und ich würde sagen, ist ganz gut geworden. Na, man sieht jetzt hier das Clouding auch ein bisschen. Das ist ja rechts. Na, man kann das etwas sehen. Hier hatte ich ein paar Kratzer reingemacht in die Spiegelfolie. Und wenn man einen weißen Hintergrund hat, sieht man die Scheißkratzer tatsächlich. Ah ja. Ah gut, man kann nicht alles haben. Ich bin soweit zufrieden. Man kann ihn nutzen. Ich habe die Helligkeit auch nur auf die Hälfte der Prozente gegeben. Also die sind nicht auf Vollprozent. Das heißt, sie laufen auch nicht mit voller Helligkeit. Ich will sie auch mal ein bisschen schonen. Zu dunkel ist auch blöd. So läuft das gut. Ja, in diesem Sinne, lass es länger leben.